Willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Go und es ist zappenduster, es ist mitten in der Nacht und ich muss jetzt schon was vorbereiten für morgen, weil morgen ist Samstag und morgen ist der Tag einfach wirklich vollgepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen, denn morgen ist nicht nur das begrenzte Forschungsevent mit Perlu von 11 bis 14 Uhr, sondern die Latias ist auch in Raids verfügbar natürlich. Ab 22 Uhr heute Abend war es ja soweit. Hier waren leider keine Raids mehr. Morgen also richtig Durchstart. Morgen ist richtig was los. Da habe ich dann keine Zeit mehr, noch ein Video zu machen. Und deswegen bereite ich jetzt was vor, was ich morgen einfach nur veröffentlichen kann. Und was ist da passender? Denn gerade ist eine Meldung auch reingekommen für den nächsten Community Day. Die nächste Ankündigung, der nächste Community Day ist bekannt. Und es ist Gekkabor, also ein Starter-Pokémon wieder mal, sozusagen wie Bisasam natürlich. Die wechseln dann wieder durch, dazwischen kommt immer was anderes, dann kommen die anderen noch, wisst ihr Bescheid. Und was ist besonders diesmal? Es ist der 23. März. Weltweit am 23. März 2019 von 15 bis 18 Uhr Ortszeit. Sonst waren das ja immer verschiedene Zeitzonen und verschiedene Punkte, dass das eine da war, das andere da, das andere da. Und es gab verschiedene Termine, man musste das alles umrechnen. Und jetzt steht ganz klar und deutlich nur ein Termin dort. 15 bis 18 Uhr Ortszeit, überall gleich, überall zur selben Zeit, an derselben Stelle. Wenn es bei euch 18 Uhr ist, geht's ab und dann BÄM. Das sorgt nicht mehr für Verwirrungen, weil viele immer gesagt haben, da steht doch aber 10 bis 13, ja was denn nur? Aber man musste das dann umrechnen, das war immer von 11 bis 14. Jetzt also nur noch ein Datum, eine Uhrzeit, alles ganz klar verständlich und das erste Mal auch, dass es nicht von 11 bis 14 Uhr geht, sondern von 15 bis 18 Uhr, weil sich viele natürlich immer beschwert haben, gerade da auch an einem Samstag, wieso die das nicht am Sonntag machen, da müssen nicht so viele arbeiten und das ist eine schlechte Zeit, viele sind da zum Mittag, wollen da Mittag essen oder sind noch auf der Frühschicht oder müssen dann ab in die Spätschicht und das hat sich immer so gekreuzt und 15 bis 18 ist das sicherlich für viele besser erreichbar. Was gibt es aber sonst noch? Natürlich wilde Gekkabor erscheinen mit vermehrter Häufigkeit, Lokmodule halten während des Events wieder 3 Stunden lang, das ist ja immer so. Und die Bonusse, die hier jetzt aufgelistet sind, wieder das beste Wort ever, Bonusse. Bonusse, vierfache Brutmaschinengeschwindigkeit. Also diesmal gibt es keine Fang-EP und keinen doppelten Sternstaub, sondern die Brutmaschinen werden wieder beschleunigt. Aber ihr lauft da ja eh rum, seid unterwegs, da können da wieder etliche Eier brüten. So, das sind eigentlich schon alle Infos, die auch da sind und wie gesagt, morgen richtig krasser Tag, morgen geht's richtig ab von 11 Uhr bis 14 Uhr Perlu, da muss ich schauen, wie ich das mache, weil ich vorher noch auf Arbeit bin, ich werde den Anfang verpassen und einfach nur Stress, dann geht's auch schon, dann wartet hoffentlich Bob schon mit dem Bobmobil und wir gehen dann los und raiden noch, was das Zeug hält, weil Latias ja da ist, das als Shiny verfügbar. Dass wir da vielleicht eins abstauben können, weil es ist ja nur Samstag, Sonntag und Montag möglich. Nur Montag ist richtig beschissen, geht's auch wieder los in die Arbeit und so weiter. Und so bleibt eigentlich nur Samstag und Sonntag übrig. Aber Samstag eben zusätzlich noch dieses Perlu-Event. Gleichzeitig ist ja auch in Japan irgendwas an diesem Wochenende. Und das mit Meltan läuft ja auch immer noch mit den Shiny Meltan aus der Meltan-Box. Ihr seht also, es überlappt sich alles komplett, aber reinhauen, das Wochenende wird geradet, was das Zeug hält, das goldene Latias kann kommen, da freue ich mich schon besonders drauf. Das Video seht ihr also dann morgen, beziehungsweise wenn das online ist, ist es dann heute, am Samstag und ja, ging ziemlich schnell jetzt also, der nächste Community Day, Gekkabor, ziemlich cooles Vieh, was dann zu Gewaltro wird, wird sicherlich wieder die bekannten Attacken erlernen, die man vielleicht kennt, vielleicht auch wieder Flora, Statue, das werden wir dann sehen. Das wird natürlich dann noch bekannt gegeben und ihr seht, jeden Tag was anderes los, jeden Tag eine neue News, jeden Tag geht hier heftig der Putz ab. Das war's aber jetzt von meiner Seite aus, das lege ich auch mal weg. Und ich sitze jetzt auch in der Küche, nicht im Wohnzimmer wie sonst, weil ich hier einfach so einen hässlichen Bogen habe, der mir Licht spendet, weil das wäre sonst nichts geworden, so sieht man mich wenigstens mal, bin schön angestrahlt und wow.
Das war's aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.